Das Vergangene ist nie tot, es ist nicht einmal vergangen. Ein Städtchen an der Elbe gelegen, der kleine Ort Neuhaus. Der Pastorenfamilie Peters wird hier im Jahre 1857 der Sohn Karl geboren. In der Obhut der kleinbürgerlichen Provinz wächst ein Junge auf, der 30 Jahre später zu den meistgefeierten deutschen Kolonialeroberern werden wird. Das Kind wächst unter der strengen Autorität einer ehrbaren Familie heran. Ordnung und Sittsamkeit sind die Leitideen seiner Erziehung. Ein Reiter will ich werden, ein Reiter mit zwei Pferden. Das eine trabt frei nebenher, das andere trägt den Reiter schwer. Wird es müd im vollen Lauf, schwing ich mich drüben auf und reit noch heut nach Afrika und bin schon morgen wieder da und bringe von dem weiten Ritt einen Schwarzen als Gefangenen mit. Hurra! Berichte der Forscher und Entdecker aus dem dunklen Afrika gehören zur beliebtesten Lektüre des kleinen Karl. Die exotischen Abenteuergeschichten vom schwarzen Kontinent und seinen fremden Völkern beflügeln die Fantasie des Kindes bei Tag und bei Nacht. An seine Schulzeit erinnert sich Karl Peters ein halbes Jahrhundert später stolz zurück. Alte Frauen in Neuhaus sollen heute noch erzählen, ich hätte bei meinem ersten Geographieunterricht nach einem Blick auf die Weltkarte den Lehrer gleich gefragt, warum haben wir denn keine Kolonie? Auch soll ich in mysteriöser Weise überall die Form des Erdteils Afrika hingezeichnet haben. Karl Peters wächst heran in einer Zeit bedeutender Umwälzungen. Der Sieg über Frankreich wird zur Geburtsstunde eines deutschen Reiches unter preußischer Führung. Der Aufstieg zur Großmacht in Europa verführt die Jugend zum patriotischen Schwur auf den neuen Kaiser. Wie alle, die was werden wollen, wird Karl auf einem Internat für Söhne aus dem Mittelstand erzogen. Auch er bejubelt das mit Blut und Eisen geschmiedete neue Deutschland. Im Sturm und Drang der Gründerzeit des Deutschen Reiches hinterlässt der Student lyrische Spuren. In wilden Kampf reißt's mich hinein und nichts hält mich zurück. Es wird um Tod und Leben sein. Dahin ist Ruhe und Glück. Erfüllen muss ich mein Geschick, sei's früher oder spät. Ich trotze ihm mit festem Blick, auch wenn's zum Sterben geht. Vielleicht werde ich den Kampf bestehen, nur dann ist er vorbei. Vielleicht werde ich zugrunde gehen mit allen, die mir treu.
Karl wird bei der Musterung wegen seiner Kurzsichtigkeit abgelehnt. Beschädigt in seiner Mannesehre wendet sich Peters mit Ehrgeiz und Fleiß der Universität zum Studium der Geschichte und Philosophie zu. Bei den schlagenden Verbindungen der Studenten fühlt er sich geborgen. Karl passt sich dem Chorgeist an, weil er weiß, dass ihm die Protektion der alten Herren später für seine Karriere nützlich sein wird. Im Jahre 1880 schafft Peters das Examen zum Studienrat. Ein Onkel holt ihn zu sich nach London. In den parfümierten Salons der Feinen Society soll er die Minderwertigkeitskomplexe des Kleinbürgers verlieren. Voll Staunen und Neid sieht der deutsche Patriot den Wohlstand der englischen Gesellschaft. Karl will vieles abgucken, denn er hat sich vorgenommen, dem eigenen Vaterland zum Aufstieg, zur Größe und Macht Britanniens zu verhelfen. Meine Aufmerksamkeit galt vornehmlich stets dem Unterschied der Lebensbedingungen zwischen Großbritannien und Deutschland und den Ursachen für die voneinander so sehr abweichenden Wirtschaftsverhältnisse. Immer wurde ich auf die britische Kolonialpolitik als das wesentliche Merkmal zurückverwiesen. Europas neuer Reichtum begründet vielerlei Entdeckungen und Erfindungen in Wissenschaft und Technik. Die Utopie des technischen Zeitalters fasziniert die Menschen. Und die Bürger verschlingen begierig die naiven Zukunftsvisionen eines Jules Verne. Technologiegläubigkeit wird zur Ersatzreligion in Europa. Die Wälder und Weiden Europas verwandeln sich in Kohlengruben, Eisenhütten und Maschinenparks. Deutschland entwickelt sich zur stärksten wirtschaftlichen und politischen Macht auf dem Kontinent. Riesige Industriekomplexe erwachsen. Der Kaiser lässt sich überschwänglich feiern als Gott, der Eisen wachsen ließ. Und sein Reichskanzler, dem der Wandel Deutschlands vom Agrar- zum Industriestaat als Verdienst zugeschrieben wurde, wird der Eiserne Kanzler genannt. Den Untertanen freilich, die für einen Hungerlohn 12 Stunden unter elenden Bedingungen schuften, verweigern die Herrschenden soziale und politische Grundrechte. Die arbeitslos gewordenen Handwerker verarmen. Die neureichen Schlotbarone verfügen so über Heere von Arbeitern. Die Industrialisierung stürzt die Mehrheit der Menschen ins Elend und vertieft die Kluft zwischen Arm und Reich. Zwischen Proletariern und Großunternehmern verliert der Mittelstand im Industriestaat an Macht und Einfluss. Beamte, Intellektuelle und Offiziere treten in Dienste der Großbürgerlichen. Sie machen es sich zur Aufgabe, für Deutschlands Größe zu sorgen. Sie propagieren die Kolonialidee und den Weltmachtsgedanken vom Platz an der Sonne für das deutsche Volk. Im Kreise dieser Kolonialromantiker wird Peters aufgenommen. Er sammelt Unternehmungslustige um sich, die vom Fieber der Eroberung gepackt nach der Gunst des Augenblicks für eine Neuaufteilung der Welt suchen. Im konservativen Club fragt der Kolonialschwärmer Peters: Hat denn das deutsche Volk vergessen, dass es leer ausgegangen ist bei der Aufteilung der Welt? Zum Land ihrer Verheißung soll der schwarze Kontinent werden. Peters gründet 1884 die Gesellschaft für deutsche Kolonisation. Das Startkapital bringen die Mitglieder des Vereins auf.
Sie erhalten dafür Anteilscheine auf die künftigen Eroberungen in Afrika. Begleitet von zwei Freunden reist Peters in geheimer Mission nach Ostafrika. Noch war die Welt nicht ganz verteilt. Noch manche Flur auf Erden hart gleich der Braut. Die Hochzeit eilt, des Starken will sie werden. Noch manches Eiland lockt und lauscht aus Palmen und Bananen. Der Seewind braust, die Woge rauscht. Auf, freudige Germanen! Im November 1884 dringt Peters mit einer Karawane von 40 Trägern in das Hinterland Ostafrikas ein. Er hat bezahlte Boten ausgesandt, die noch vor seinem Eintreffen auf den Karawanenrouten den Ruhm und Einfluss seiner Person verkünden. Er, der 27-jährige Studienrat, hat sich als älterer, ehrwürdiger Potentat aufgeputzt. Die Träger seiner Expedition schleppen Fahnen, allerlei Tand und Munition mit. Mit List und Gewalt plant Karl Peters im Handstreich große Ländereien einzunehmen. Der Tand ist für die List, die Munition für die Gewalt gegen die Eingeborenen bestimmt. Der Abenteurer erreicht das Land seiner Kindheitsträume. Aber die Gier nach dem Land lässt ihn dessen Schönheit und die Natur seiner Menschen verkennen. Vom Afrikaner erhält man in der Regel den Eindruck, dass er gutmütiger sei, als er tatsächlich ist, und lernt ihn nicht als das brutale Vieh kennen, als welches er aus den Händen der Natur hervorgegangen ist. Die Menschen begegnen der deutschen Expedition mit Neugierde. Peters wird in den Dörfern gastfreundlich empfangen. Die Afrikaner sind fremden Besuch seit langem gewohnt. Schon vor Jahrhunderten begannen sie damit, die Erträge ihres guten Ackerbaus und der reichen Jagd mit indischen und arabischen Händlern vor der Küste des Landes gegen fremde Güter einzutauschen. Die deutsche Karawane sucht im Eiltempo die Dorfoberen und Fürsten auf und bietet ihnen einen Schutzvertrag an, für den Fall, dass sie bereit sind, die Hoheits- und Nutzungsrechte an die Kolonisationsgesellschaft abzugeben. Viele der afrikanischen Stämme verstehen den Sinn dieser Verträge nicht, da ihnen ein Eigentum an Grund und Boden unbekannt ist.
Stellen sich Häuptlinge aber der deutschen Karawane in den Weg, so wird ihre Empörung mit den Repetiergewehren der deutschen Gäste beantwortet. Karl Peters berichtet, er habe auf seiner besitzergreifenden Reise in weniger als 3 Minuten 6 widerspenstige Krieger mit seiner Büchse ins Jenseits befördert. Ich habe versucht, ihnen durch Waldbrände, durch Leuchtraketen, ja durch eine zufällig eintretende Sonnenfinsternis zu imponieren. Aber ich habe gefunden, dass diesen wilden Söhnen der Steppe schließlich doch nur die Kugeln der Repetiergewehre und der Doppelbüchse, und zwar in nachdrücklicher Anwendung gegen ihren eigenen Körper, imponiert haben. Ein Teil der Einheimischen lehnt Feuerwaffen als feige Instrumente ab und stirbt mit dem Speer in der Hand im ungleichen Kampf. Karl Peters bekennt: Die Fahnenhissung findet auch auf friedliche Weise statt. Listig meint ein Fürst, die Fremdlinge für seinen Streit gegen einen nachbarlichen Stamm ausspielen zu können. Er unterzeichnet ein Stück Papier, ohne zu begreifen, dass er damit zur rechtlosen Marionette wird. Die Deutschen entlohnen mit fremdartig anmutenden Uniformen. Man war erfinderisch, erinnert sich Peters. Unser Einzug in den Kral geschah mit einer Art von Pomp. Wir tranken einen Trunk guten Grocks und brachten seine Hoheit in die vergnüglichste Stimmung. Nach 5 Wochen ist die Karawane von Patrioten wieder auf dem Heimweg. Ihren räuberischen Verträgen nach gehören ihr nun Gebiete von der Ausdehnung Süddeutschlands. Etwa um die gleiche Zeit, so erzählt ein Afrika-Reisender, ereignet sich eine andere Expedition, eine, die aus dem Herzen Afrikas ins Innerste Deutschlands führt. Eine Expedition aus Neugier geboren. Ein afrikanisches Märchen. Eine Insel im Viktoriasee. In diese von weißen Männern bislang unberührte Gegend sollen Handelsreisende aus Deutschland vorgestoßen sein. Sie berichteten den staunenden Menschen von dem fernen Land des mächtigen Kaisers. Auch sie umwarben den alten Fürsten mit Versprechungen und Drohungen. Und der alte Häuptling hat seine Erinnerungen aufgezeichnet. Da sagte der Weise, indem er hochmütig lächelte: Ich werde euch mal Missionare schicken, die euch den rechten Glauben und das Zählen beibringen, damit ihr ein nützliches Kulturvolk werdet und euch am Weltmarkt beteiligt. Dann kommt Ordnung und Kultur in diese Gegend und der Unsinn wird euch aus den Köpfen getrieben, wenn nötig mit Gewalt. So sagte er, nicht alle aber verstanden ihn. Der Fürst und seine Leute staunten nicht schlecht. Man beschloss nach eingehender Beratung, einen Kundschafter in das ferne Land des Kaisers auszusenden. Die Frauen und Männer verkauften 400 wertvolle Ziegen, damit ein Diener des Fürsten, der auserwählte, kluge Lukanga Mukara, nach Deutschland reisen kann. Schweren Herzens verließ Lukanga seine geliebte Insel. Von seiner Forschungsreise soll er dem alten Häuptling 13 Briefe geschickt haben, in denen er das fremde Deutschland schildert. Wisse, das Land, in dem ich jetzt reise, heißt Deutschland. Ich glaube, dein Gesicht zu sehen, wenn du lachst über den Unsinn, den ich dir aus Innerdeutschland erzählen werde. Die Eingeborenen des Landes empfinden diesen und noch viel größeren Unsinn als etwas Selbstverständliches. Und sie sind so sehr daran gewöhnt, dass sie erschrecken würden, wenn es anders wäre. Schon im jungfräulichen Alter wird der Leib der eingeborenen Mädchen eingeschnürt. Die meisten Frauen werden dadurch frühzeitig krank und hinfällig.
und mit einer gewissen Schadenfreude sprechen die Männer von dem schwachen Geschlecht. Die Frauen bewegen sich in ihren Leibgerüsten wie aufrecht gehende Schildkröten. Dann empfindet ein gebildeter Neger etwas wie Mitleid mit solch misshandeltem Geschöpf. Die Eingeborenen des Landes bezahlen nicht mit Rindern und Ziegen, auch nicht mit Glasperlen oder Kaori-Muscheln oder Baumwollstoff. Kleine Metallstücke und buntes Papier ist ihre Münze, und das Papier ist wertvoller als das Metall. Es gibt ein braunes Papier, das ist mehr wert als eine ganze Zahl deiner Rinder. Ja, wenn ich den Eingeborenen sage, dass wir in Kitara mit anderer Münze zahlen, dann sagen sie, was sie hätten, sei besser, und fragen, ob sie kommen sollten und dir das Bessere bringen. Sie nennen alles, was sie bringen wollen, mit einem Wort Kultur. Sie arbeiten alle, weil sie Geld haben wollen. Und wenn sie Geld haben, benutzen sie es nicht dazu, sich Glück zu verschaffen, was ja nichts kosten würde, sondern sie lassen sich von anderen, die Geld gewinnen wollen, einreden, sie müssten, um glücklich zu sein, alle möglichen Dinge kaufen. Dinge, die ganz unnütz sind und da gemacht werden, wo der Rauch aufsteigt. Elende Sklaven sind die Eingeborenen, die mit der Kraft des Feuers arbeiten. Im fruchtbaren Lärm, der größer ist als die Gewitter des Frühlings, stehen Männer und Frauen und bewegen ihre Hände an den Maschinen. Sie machen eine Arbeit, die nie fertig wird, machen jahrelang dieselbe Arbeit. Wir sind die Menschen, sagen sie. Sind die denkenden Geschöpfe, für deren Empfindungen allein die Welt gemacht ist. Um uns dreht sich die ganze Welt. Das eine sage ich dir. Hüte dein Volk vor diesen Mördern und Räubern. Meine Tränen rinnen. Sie sehen nicht, dass sie sich im Kreise drehen, dass sie nichts tun, als durcheinander werfen, was auf der Erde ist, und dass sie die Schönheit und den Reichtum der Erde zerstören. Sie nennen das Leben, ich nenne es Tod. Sie nennen es gesund, ich sehe, dass es Krankheit ist. Schon einmal, Jahrhunderte zuvor, war das Binnenland Ostafrikas zum Beutegut fremder Reisender geworden, die den Dorfbewohnern Entwicklung bringen wollten. Damals hatten die Völker in geschlossenen Gemeinwesen nebeneinander gelebt. Die Gesellschaft dieser Menschen organisierte sich in Gemeinschaften bis zur Größenordnung von Königreichen. Man lebte von einem entwickelten Ackerbau oder war reich geworden durch die gewaltigen Viehherden. Die Gemeinschaften konnten sich selbst versorgen, da alles notwendige Gerät unter Verwendung überlieferter Schmelz- und Schmiedetechniken aus Eisen hergestellt wurde. Dann kamen von der Küste persische und arabische Händler auf der Jagd nach Sklaven für den Export nach Arabien und Asien. Sie förderten die Zwistigkeiten unter den Stämmen. Sie zerrissen Familien und Sippschaften, entvölkerten die Landstriche entlang der Karawanenstraßen. Die Königreiche im Inneren Ostafrikas wurden auf diese Weise zerstört. Die Araber auf der Insel Sansibar vor der Küste Ostafrikas bauten durch den Handel mit Sklaven, Edelmetallen, Elfenbein und Gewürzen ihren Hafen zu einem internationalen Umschlagplatz mit Europa und Asien aus. Die Araber herrschten über die Völker an der Ostküste Afrikas, die Handwerker und Händler der Swahili, ein Völkergemisch aus Afrikanern und anderen Völkern des Indischen Ozeans. Sansibars Reichtum war berühmt und die Europäer verdienten daran mit. Der Sultan von Sansibar wurde im Laufe der Zeit zur Marionette der europäischen Mächte. Von hier aus sollte auch die deutsche Kolonialkompanie des Karl Peters ihre Macht aufbauen. Die deutsche Fahne über Ostafrika bringt den Einwohnern eine neue Qualität der Kolonisation.
Selbstgerecht nimmt sich Karl Peters und sein Kolonialunternehmen die Arbeitskraft der Menschen in den okkupierten Gebieten. Die afrikanischen Bauern und Handwerker haben mit ihrer Landwirtschaft die eigenen Sippen und Familien versorgt. Die Gäste aus Deutschland leiten aus den neuen Verträgen mit den Stammesfürsten merkwürdige Rechte ab. Eine Vielzahl von Methoden entwickeln die Pioniere, die einheimischen Bauern zu arbeiten zu zwingen, die sie nicht tun mögen, weil sie darin nur den Nutzen für die weißen Bewohner erkennen. Mit einer kleinen, aber zuverlässigen Truppe etabliere man sich an dem Ort, den man für kolonisatorisches Vorgehen ausersehen hat. Mit dem Häuptling des Stammes, unter dem man lebt, treffe man zunächst das Abkommen, dass er seine Hörigen zur Arbeitsleistung stellt, zu denen bald ein Teil der männlichen Bevölkerung herbeigezogen wird. Eine rechtzeitige Schaustellung der bewaffneten Macht kann diese Maßregel zur Durchführung bringen. Noch ein anderes Hilfsmittel steht uns zu Gebote, den Neger zu erziehen. Man legt ihm die Pflicht des Erwerbs auf. Diese besteht darin, dass man ihm eine Kopfsteuer auferlegt. Um den Betrag zu erwerben, wird der Neger seine Arbeit zu Markte tragen müssen, die wiederum nur bei den Weißen bedurft wird. Karl Peters und seine Partner versuchen durch Zwangsarbeit Straßen und Brücken zu bauen. Sie sollen die traditionellen Handelsverbindungen im Lande zerstören und das Land dem Export nach Deutschland öffnen. Es gibt Widerstand gegen die Zivilisatoren, wie ein Bauer aus dem Dorf Kipatimu erzählt. Als damals dieser Deutsche ankam, fragte er, warum habt ihr nicht eure Steuern bezahlt? Und wir sagten, wir sind dir zu nichts verpflichtet, wir schulden dir gar nichts. Wenn du als ein Fremder in diesem Land bleiben willst, wirst du uns darum bitten müssen. Aber es ist nicht unsere Sache als Gastgeber, dir etwas darzubringen, das ist völlig unmöglich. Die wenigen Stützpunkte im Lande verschaffen den Kolonialpionieren keine ausreichende Macht, um die Massen der Bauern in ihren Dienst zu beugen. 1885 erhält die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft des Karl Peters Rückendeckung aus Berlin. Der Kaiser lässt Peters einen Schutzbrief des Reiches für seine Eroberungen erteilen. Im Schutz der Großmacht kann das Petersche Kolonialunternehmen hart durchgreifen. Der Widerstand ist unerwartet stark. Bushiri bin Salim, ein Swahili, steht 1888 an der Spitze des Aufstandes gegen die Deutschen. In wenigen Tagen werden sie von der wütenden Swahili-Bevölkerung von ihren Stützpunkten vertrieben. Bushiri klagt die Deutschen an. Während wir früher in Äquatorialafrika ungestört unserem Handel nachgehen konnten, dringen jetzt die Europäer aus dem Westen, Süden und Osten ein, um die Länder in Besitz zu nehmen. Von Sultan von Sansibar haben wir keinen Beistand zu erwarten, da er das ostafrikanische Land an die Deutschen verraten hat. Es hilft uns niemand, darum helfen wir uns selbst. Deshalb haben mich die Unzufriedenen jetzt zu ihrem Führer gemacht und ich werde den Europäern zeigen, dass ich eine eiserne Faust habe. Daheim im fernen Deutschland macht sich eine Strafexpedition der Schutzmacht auf den Weg, um die Neger das Fürchten zu lehren. Flagge heraus, lasset sie wallen im Sturmesbraus. Auf das wilde, trotzige Meer, flieg hinaus zu Deutschlands Ehr, führe uns zu Sieg und Tod. Heil dir, Flagge schwarz-weiß-rot, Flagge heraus. Der übermächtigen deutschen Maschinerie aus Schießpulver und Stahl steht die Bevölkerung der Küste fassungslos gegenüber. Der Swahili-Dichter Hemedi bin Abdallah hat den erlebten Schrecken aufgeschrieben.
In allen Häfen, wo immer man hinsehen mochte, sah man überall Kriegsschiffe. Jeden Tag, so versichere ich. Sie haben auf uns mit zahllosen Kanonen geschossen und wir konnten nichts anders tun als fliehen. Wir hörten das Krachen wie Elefanten oder Ungetüme und unsere Herzen schmolzen bei der Anzahl der Schüsse. Sie haben unsere Heimat. Wir sind überwältigt worden. Sie haben Eisenschiffe und wir wurden mit Geschossen davon abgehalten, ihnen zu widerstehen. Wir sind alle geflohen. Wo die Europäer etwas eingenommen hatten, gab es keinen Platz mehr für andere. Schwarze Söldner haben die Deutschen angeworben. Aus Ägypten, Sudan und Mosambik werden Landsknechte gekauft. Unter der Führung deutscher Offiziere sollen sie die Verfolgung der geflohenen Rebellen aufnehmen. Die fremden Soldaten der Schutztruppe werden Askaris genannt und nach bestem Preußendrill erzogen. Die schwarzen Ausländer gelten als treue Diener der Europäer. Bei der Swahili-Bevölkerung sind die Marschkolonnen der Strafexpedition besonders gefürchtet. Mit Waffengewalt treibt die Schutztruppe in den Dörfern Steuern für den Anbau bestimmter Getreidesorten, für die Herstellung von Musikinstrumenten und für traditionelle Feste ein. Und weigern sich die Bauern durch Zwangsarbeit, diese Steuern abzuleisten, so verordnet der deutsche Kommandant: Wenn die Arbeit verweigert wird, sollten sie die Dörfer dieser Leute abbrennen. Fast zwei Jahre zieht die Strafexpedition durch das Land auf der Suche nach Bushiri bin Salim und den Rebellen gegen die deutsche Vorherrschaft. Bushiri wird in Ketten gelegt. Als Führer eines angeblichen Aufstandes der Sklavenhändler wird er gehängt. Und mit ihm viele der Rebellen. In der deutschen Öffentlichkeit wird das harte Durchgreifen in Ostafrika damit gerechtfertigt, dass man den unmenschlichen Sklavenhandel ausrotten müsse. Der beste Kenner der Geschehnisse, Karl Peters, bekennt zwei Jahrzehnte später: Die Fiktion von der Revolte der Sklavenhändler ist bei näherer Betrachtung nicht haltbar. Und für die Unruhen, welche von August an die deutsch-ostafrikanische Küste bewegten, ist in erster Linie das unerfahrene und unkluge Vorgehen unserer deutsch-ostafrikanischen Gesellschaft verantwortlich. Ein englischer Reisender beobachtete die Willkür an der Küste Ostafrikas um 1890. Unter den Gefangenen, die Straßenbauarbeiten leisten mussten, habe ich immer wieder halbwüchsige Jugendliche und sogar Kinder mit Fußfesseln gesehen. Neunzig übernimmt der deutsche Kaiser Wilhelm II. Den privaten Firmenbesitz der Peterschen Kolonialfirma in die Obhut des Staates. Das deutsche Land in Afrika wird zur Kronkolonie. In die neu geschaffene Kolonie werden Regierungsvertreter abgesandt. Auch aus den Kreisen der großen Wirtschaft beginnen sich Männer für das afrikanische Land zu interessieren. Sie, die den Erdball nach profitablen Interessen für das Kapital absuchen, setzen nun den Fuß auf den dunklen Kontinent.
Die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft der Kolonialpioniere hat Anlass zum Feiern. Unter dem Schutz der Reichsregierung und in Partnerschaft mit der Großindustrie ist der Durchbruch der deutschen Mission auf dem schwarzen Kontinent geschafft. Deutschlands Industrie hungert nach Rohstoffen. Peters reist durch die Industriegebiete im Westen des Reiches und sucht nach Fabrikanten, die in Afrika investieren wollen. Durch die Gewinnung von Bodenschätzen in den Kolonien sollen für die Heere deutscher Arbeiter Arbeitsplätze gesichert werden. Bedeutende Industriebarone und Kapitalgeber hofft die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft für die Nutzung der Erwerbungen zu gewinnen. Denn Karl Peters ist der Meinung, dass nur profitable Kolonialerwerbungen auch zugleich patriotische Erwerbungen sind. Ein Zeitgenosse von Karl Peters, Paul Hindenburg, hat die Kolonialwerbung auf eine simple Formel gebracht. Peters lernt den einflussreichen Bankier Karl von der Heydt kennen, welcher sich für die Anliegen der ostafrikanischen Firma dringend interessiert. Der Bankier wird zu ihrem gewichtigsten Teilhaber. Er besorgt Peters die Kontakte zur Großfinanz, den Zugang zu den Unternehmungen des kaiserlichen Hauses und die wohlwollende Förderung der Reichsregierung. Die mächtigsten Bankiers, Landjunker und Schlotbarone Deutschlands beteiligen sich an der Peterschen Kompanie. Den Kreisen der Hochfinanz und Diplomaten der Reichsregierung wird der abenteuerlustige Kolonialpionier Karl Peters zu unsolide. Jetzt soll die Vernunft des Geldes regieren. Wer über die höchsten Geldeinlagen verfügt, lenkt auch die Geschicke des Unternehmens. Karl von der Heydt. Der Eroberer Ostafrikas wird zum Angestellten degradiert. Peters bleibt das prominente Markenzeichen der Firma, deren Finanziers in einer großen Kampagne mit der Erschließung des deutschen Landes in Afrika beginnen.
Die Industriearbeiter finanzieren das Wachstum der deutschen Wirtschaft mit niedrigen Löhnen, elenden Arbeitsbedingungen und mangelnder sozialer Sicherung. Sie fordern den 8-Stunden-Arbeitstag, höhere Löhne und Schutz vor Arbeitslosigkeit. Sie drücken ihren Protest gegen Wirtschaft und Staat in Streiks und Wählerstimmen für die Sozialdemokratische Partei aus. Den Protest großer Teile der Bevölkerung gegen ihre Lebensbedingungen wollen die Unternehmer durch die Schaffung von Arbeitsplätzen in Übersee lösen. Der Leiter des Kolonialvereins Fürst zu Hohenlohe-Langenburg bringt die Idee auf den einfachsten Nenner. Ein Werbender aus dem Kreise der Kolonialschwärmer um Dr. Karl Peters meint: Die sozialistische Gärung in den Köpfen unserer im Denken ungeübten, vermögenslosen Massen wird gefährlicher. Um den deutschen Staatsorganismus in eine gesunde Blutzirkulation zurückzuführen und die Auswanderung als Sicherheitsventil für all die bösen Gase und Dämpfe wirken zu lassen, die den Mechanismus unseres Staates mit Zersprengen bedrohen, müssten jährlich wenigstens 200.000, besser 300.000 Menschen auswandern. Für Frauen und Mädchen richtet die Ostafrika-Linie billigere Schiffspassagen ein. Die Besiedlung der Kolonie an der Sansibar-Küste wurde planmäßig gefördert. Weiße Kinder sollten auf dem schwarzen Kontinent geboren werden. In Deutschland hatte der Kolonialreisende Karl Peters den Auswanderern versprochen, dass sie in den Swahili-Arbeitern das beste Material von Afrika finden werden. Hier in Shivatte werden jeden Mittwoch Gericht gehalten und viele Leute werden geschlagen, einige ins Gefängnis geworfen auf Befehl der deutschen Regierung. Wir aber, die wir seit so langer Zeit gewohnt waren, uns selbst zu regieren, finden die Gesetze dieser Deutschen sehr hart, besonders die Steuern, weil wir Schwarzen kein Geld haben. Die auferlegten Steuern zwingen die Afrikaner zur Arbeit auf den Plantagen der deutschen Siedler. Aus dem fernen Mexiko wird in Ostafrika die Sisal-Agave eingeführt. Die Heere der schwarzen Bauern sollen die fremde Pflanze auf deutschen Plantagen züchten helfen. Sisal ist ein wichtiges Importgut für Industrie und Landwirtschaft in Deutschland, dem selbsternannten Mutterland der schwarzen Landarbeiter. In den Manufakturen und auf den Pflanzungen der deutschen Siedler lernen die Einheimischen erstmals, gegen ihre eigenen Bedürfnisse entfremdet zu arbeiten. Die Abhängigkeit von Bargeld rüstet die Landarbeiter für die Sitten und Zwänge des Konsums nach dem Vorbild des weißen Kontinents.
Trägerkolonnen schleppen Bauteile von 45 Dampfschiffen über hunderte von Kilometern an die Seen im Landesinneren. Die eisernen Schiffe sollen die Struktur der alten Kulturlandschaft nach den Erfordernissen und Interessen der Kolonisten verändern. Die Tropenkrankheiten müssen ausgemerzt werden, damit die Arbeitskraft der Einheimischen effektiv bleibt. Die Kolonisten haben aber mit den Errungenschaften der weißen Zivilisation andere Krankheiten nach Ostafrika verpflanzt. Karl Peters wird zum Reichskommissar ernannt. Unter dem Druck von Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Regierung hatte der Reichskanzler den unpraktischen Phantasten aus der Leitung der von ihm selbst geschaffenen deutsch-ostafrikanischen Gesellschaft entfernen lassen. Peters wird als hoher Kolonialbeamter in das Kilimandscharo-Gebiet abgeschoben. Der Pionier fühlt sich gedemütigt. Als Herr über Soldaten und Ländereien, vom Kaiser legitimiert, will er sich ein Reich nach eigenem Geschmack einrichten. Der enttäuschte Reichskommissar regiert die eingebildete Kolonialidylle. Wie viele der Siedler hält auch Peters sich Diener und Konkubinen. Des Mädchens Jekoto, einer Dorfschönheit, bedient er sich als der Geliebten. Eines Tages entdeckt er, dass er die junge Frau mit einem seiner Diener seit langem teilen muss. Vor dem Zorn ihres Herrn flieht das Paar. Es findet Zuflucht bei den Verwandten des Mädchens im Dorf. Karl Peters lässt seine Soldaten die Dörfer durchsuchen und die Bauern verhören. Die Afrikaner fürchten den Reichskommissar. Sie haben ihm einen eigenen Namen gegeben. Der mit dem Blei spricht, nennen ihn seine Untertanen. Peters lässt die Verwandtschaft seiner Konkubine auspeitschen. Schließlich werden die beiden vom Ortsvorsteher an die Soldaten ausgeliefert. Und Peters lässt das Liebespaar ganz einfach aufhängen.
Das von privater Rache motivierte Hinrichtungskommando des Reichskommissars Peters in Ostafrika wird zunächst verschwiegen, durch eine Indiskretion aber bald in Berlin bekannt. Der Reichstag nimmt sich auf Drängen des Führers der Sozialdemokratischen Partei, August Bebel, des Vorfalles an. Tagelang beschäftigt das Verfahren um Henge Peters die Abgeordneten des Parlaments. Den Skandal um den hohen Kolonialbeamten nehmen SPD und Freisinnige Partei zum Anlass, die Kolonialpolitik zu kritisieren. August Bebel. Wer ist denn diese ostafrikanische Gesellschaft? Ein kleiner Kreis von Großkapitalisten, Bankiers, Kaufleuten und Fabrikanten, deren Interessen mit den Interessen des deutschen Volkes gar nichts zu tun haben, die bei ihrer Kolonialpolitik nichts als ihr eigenes persönliches Interesse im Auge haben, die nur den Zweck hatten, aufgrund größerer Mittel gegenüber einer schwächeren Bevölkerung sich auf alle mögliche Weise zu bereichern. Und um die Ausbeutung der afrikanischen Bevölkerung im vollen Umfange und möglichst ungestört betreiben zu können, soll die ostafrikanische Gesellschaft aus den Mitteln des Reichs unterstützt werden, damit ihr das Ausbeutungsgeschäft gesichert wird. Und der Abgeordnete der Freisinnigen, Dr. Bamberger. Die Erfolge dieser Gesellschaft waren die, dass jetzt jene Küsten, wo friedliche Geschäfte betrieben wurden, bombardiert und eingeäschert werden und Szenen von Totschlag und Verwüstung stattfinden. Die Erfolge dieser Kompanie sind ferner die, dass der deutsche Name ein Schreckensruf geworden ist für die dortige Bevölkerung. Reichskommissar Karl Peters wird aus Ostafrika abberufen. Er, der sein Leben dem kolonialen Eifer geopfert hatte, wird von den Mächtigen aus Staat und Wirtschaft fallen gelassen. Damit sein Werk fortbestehen kann, soll Peters gehen. Die Kolonialkritiker um August Bebel können nicht verhindern, dass nur die Vertreter des Systems, wie Karl Peters es wurde, geopfert werden, die eigentliche Ursache aber, das ganze System, bleibt. Die deutsche Industrie will von der bedeutenden Textileinfuhr aus England unabhängig werden. Die Kolonialverwaltung und die Pflanzerverbände in Ostafrika zwingen die Menschen zur Arbeit auf den neu angelegten Baumwollplantagen. Ein Bauer aus dem Ort Kipatimu erzählt. Wenn du wieder kamst von der Farm, warst du beim Ortsvorsteher wieder dran. Oder wenn du bei Ortsvorsteher begonnen hattest, erwartete dich schon wieder der Dienst auf der Farm. Dein Rücken und dein Hintern wurden gepeitscht und du durftest dich nicht wieder aufrichten, wenn du dich einmal niedergebeugt hattest zum Graben. Und trotzdem verlangte der Deutsche, dass wir ihm Steuern zahlten. Waren wir denn keine menschlichen Wesen? Kinder sind wegen ihrer Wendigkeit bei der Baumwollernte als Arbeitskräfte besonders geschätzt. Viele Farmen basieren auf der Kinderarbeit. Der Lohn für die Arbeit auf den Plantagen wird von den Verwaltern zurückbehalten, bis die Firmen die Waren in Deutschland verkauft haben. Ein Jahr nach getaner Arbeit. Die Früchte der Tropen werden nach dem Mutterland verschifft. Die Schätze aus Afrika füllen die Regale der Kolonialwarenhändler in Hamburg, Berlin und Leipzig. Der deutsche Kaiser stellt fest: Tüchtige Männer haben gegen die Unlust der schwarzen Arbeiter eine Medizin entwickelt. Der größte deutsche Kolonialhändler Adolf Wörmann sieht das so. Ich meine, dass es, wo man Zivilisation schaffen will, hier und da eines scharfen Reizmittels bedarf und das scharfe Reizmittel der Zivilisation sehr wenig schaden. Den Absatz der Vertreter der deutschen Wirtschaft auf dem jungfräulichen Markt in Afrika will ein Reichstagsabgeordneter steigern. Meine Herren, es gibt auch noch Musikinstrumente, eine Sache, die in Sachsen in großer Zahl gemacht wird. Die liebt der Neger unendlich, aber er muss, soll er Kauflust bekommen, davon etwas zu sehen bekommen. Und wenn niemand hinkommt in seine Heimat, dann wird eben unsere Harmonika, die wir so gerne absetzen möchten, ungekauft bleiben. Thank you.
Die deutschen Auswanderer haben es zu Beginn des neuen Jahrhunderts in der Kolonie zu etwas gebracht. Man lebt in Wohlstand, erzieht die rohen Einwohner Afrikas und verwöhnt die lieben Tiere. Das Jahr 1905 beendet die Idylle der Kolonialherren. Unter dem Ruf Maji, Maji, Wasser, Wasser, verbreitet sich ein Aufstand wie eine Sintflut über Ostafrika. Die ersten Toten fallen auf einer Baumwollplantage im Süden der Kolonie. Früher schon hatte der Europäer Schwierigkeiten gemacht, aber als er begann, uns dazu zu bringen, für ihn Baumwolle anzubauen, Straßen zu bauen und so weiter, da sagten die Leute, dieser ist jetzt ein allgewaltiger Herrscher geworden. Wir müssen ihn vernichten. Seite an Seite kämpfen jetzt ehemals verfeindete Stämme gegen die Kolonialherren. Den Mut und die vereinigende Kraft gibt ihnen der Leidensdruck der Kolonisationsmethoden. Von daher finden sie zum Glauben an ein Zauberwasser, das sie vor den Kugeln der Schutztruppe unverwundbar machen soll. Die Führung der Rebellen haben die Fürsten aus dem Süden übernommen. Einer von ihnen schreibt dem deutschen Armeechef, der ihre Kapitulation fordert: Ich habe deine Worte vernommen, sehe aber keine Veranlassung, dir untertan zu sein. Eher würde ich den Tod wählen. In meinem Land bin ich Fürst. Du bist der Fürst in deinem Land. Ich werde dir nicht entgegenkommen. Und wenn du stark bist, dann komm und hol mich. Seit der ersten Expedition der Peterschen Kompanie vor 20 Jahren waren die Deutschen stets bemüht, durch die Macht ihrer Waffen sich Respekt zu verschaffen und die Menschen einzuschüchtern. Nun raubt ihnen der Glaube der Afrikaner an ein Zauberwasser die Aura der Unbesiegbarkeit. Die Schutztruppe ist modern bewaffnet. Die Afrikaner kämpfen mit Pfeil und Bogen und alten Vorderladergewehren. Doch die Aufständischen setzen den Askaris auf allen Fronten zu. Da führt die Kolonialtruppe eine neue Wunderwaffe ein, das Maschinengewehr. In Europa entwickelt, soll die mörderische Waffe an den Schwarzhäuten erprobt werden. Thank you.
Die Befreiungskämpfer kämpfen diszipliniert und stabsmäßig vorbereitet. Die Afrikaner haben von ihren Feinden gelernt. Der Zauber des Maji Maji aber muss vor dem Stahlgewitter des großen Gewehrs, wie sie voll Angst das Maschinengewehr nennen, versagen. Trotzdem, die Afrikaner erobern eine deutsche Bastion nach der anderen. Sie verbrennen die Fahnen des Deutschen Reiches und hissen die schwarze Flagge der Maji-Bewegung über den gestürmten Festungen der Schutztruppen. Innerhalb weniger Monate ist fast die Hälfte der Kolonie in den Händen der Befreier. Die deutschen Pflanzer sind in Panik vor der Rache der afrikanischen Heere. Keine Milde und kein Parlamentieren. Nicht mehr auf die Erreichung des Friedens soll es jetzt in erster Linie ankommen, sondern auf die Bestrafung der Rebellen, und zwar vor allem auf eine schnelle und gründliche Bestrafung, die den Leuten für immer die Lust nimmt, noch einmal eine Auflehnung gegen die deutsche Herrschaft zu wagen. Also bedingungslos zu Kreuze kriechen oder Krieg bis zur Vernichtung. Als die Kolonie den Verwaltern aus den Händen zu gleiten beginnt, werden die Hilferufe der Siedler in Berlin erhört. Die Bevölkerung der Küste wird mobilisiert. Elitetruppen, die Marineinfanteristen Kaiser Wilhelms, werden auf Kriegsschiffen nach Ostafrika beordert. Wofern im Afrikanerland die deutsche Flagge weht, die Palme in der Sonnenglut so stolz und prangend steht, wo frei und wahr der deutsche Aa die Flügel kraftvoll schlägt, sind wir die Wehr, die deutsche Ehr, die Deutschlands Sitte trägt. Zwei Jahre lang wird ein erbitterter Kolonialkrieg geführt. Im Terror deutscher Mausergewehre, Maximgeschütze und Kruppkanonen der Widerstand der Einheimischen gebrochen. Die Deutschen befahlen ihren Soldaten, die Gegend zu durchsuchen und alle Nahrung, die sie finden konnten, zu verbrennen. Dadurch kam es zu einer großen Hungersnot. Diejenigen von uns, die überlebten, aßen Wurzeln und Bienenhonig, das wir in den Wäldern sammeln konnten. Diese Hungersnot hielt etwa ein Jahr an. Die vollständige Unterwerfung gelingt erst 1908. Geplante Hungerkatastrophen sollen den Widerstandsgeist ersticken. In Straflagern soll für immer der Mut zur Auflehnung gebrochen werden. Der amtliche Jahresbericht der Kolonialverwaltung von Deutsch-Ostafrika gibt allein für die Jahre 1906 und 1907 die Zahl der Toten schön färberisch mit 75.000 an.
Das Vergangene ist nie tot, es ist nicht einmal vergangen.